Es ist die perfekte Einsteigertour. Canyoning im Ostertal-Tobel. Doch es gibt Ärger. Geht es nach Anliegern und Gemeinde, vergnügen sich zu viele Gruppen in dem Landschaftsschutzgebiet, stören das Ökosystem, trampeln durch die Natur. Kritik, die Outdoor-Unternehmer nicht gelten lassen. Weil wir in diesem Tobel nichts kaputt machen. Ja? Man muss immer sehen, Tobel sind von Natur aus Katastrophengebiete. Jedes Hochwasser dreht jeden Stein hier drin um. Und was machen wir beim Canyoning? Wir laufen hindurch. Allerdings eine Canyoning-Gruppe nach der anderen. Laut einer Regelung aus dem Jahr 2003 dürfen sie das auch, von Juni bis September. Die Schlucht gehört 8 Eigentümern, die den Touristen das Wegerecht einräumen müssen. Die Wassersportler sind ihnen zu viel. Ihre Argumente tragen sie aber nicht selbst vor. Der Bürgermeister muss sprechen. Also bei den Grundstückseigentümern gibt es eigentlich, würde ich sagen, 3 Hauptargumente. Das eine ist, man hat sie nicht gefragt. Das zweite ist auch, insbesondere das Naturerlebnis. Viele der Anlieger sind eigentlich seit Jahrzehnten hier Eigentümer und sagen, dieses Erlebnis war früher ganz anders. Und eine dritte Frage für die Eigentümer ist auch die Haftungsfrage. Was passiert, wenn hier ein Canyonauter einen Sturz hat? Für die Canyoning-Anbieter sind das bloß vorgeschobene Argumente. Wenn man Outdoor-Tourismus will, und das will das Allgäu, dann muss man damit leben, dass Touristen kommen. Ja? Wenn man nicht will, dass Touristen kommen, dann muss man aufhören zu vermieten. Und dann müssen auch die Anwohner, die sich beklagen, aufhören zu vermieten. Denn jeder hat Ferienwohnungen. Dass der Trend zunimmt und eine Regelung her muss, das bestreiten die Outdoor-Unternehmer nicht. Der Tobel ist voll. Gerade an einem starken Tag, wie an einem Wochenende, an einem Samstag, sind sehr viele Firmen herin. Gerade auch einheimische Firmen. Aber da muss man den Konsens finden, dass man das so regelt, dass es nicht mehr wird auf jeden Fall. Für die Grundstückseigentümer gibt es aber wohl nur eine Lösung. Das wird unterschwellig klar. Ein Verbot muss her. Der Bürgermeister hat noch andere Lösungen parat. Eigentlich ein klares Zugangskontrollsystem, das dann auch wieder kontrolliert werden kann. Das wäre meine Idee, aber nur im gemeinsamen Einvernehmen mit allen Beteiligten, insbesondere den Grundeigentümern. Wenn das nicht möglich ist, dann wird es nicht umhinkommen, eigentlich dieses generelle Verbot auszusprechen. Das wäre fatal für die Outdoor-Branche, die im Allgäu auch ein großer Wirtschaftsfaktor ist. Ob es allerdings so weit kommt oder ob der Streit um das Naturparadies Ostertal anders gelöst werden kann, wird ein Termin beim Oberallgäuer Landrat zeigen.